Mein roter Ritter. Aus Der Clown, der vom Film seines Lebens erschlagen wurde. Geschichten aus den 1990ern. Von Angelo Negro. Gelesen von Kia. Auch ich habe einen roten Ritter, der feuerspeiend und schwertschwingend und mit klirrender Rüstung durch meine Gedanken reitet, mich verfolgt und jagt, begierig darauf, mich endlich zum letzten Zweikampf zu stellen. Auch ich habe meinen roten Ritter, doch so sehr ich auch auf ihn zeige, niemand kann ihn sehen. Unverständnis und sogar Zorn schlagen mir entgegen, versuche ich, auf ihn aufmerksam zu machen. Denn niemand außer mir kann ihn sehen. Auch ich habe meinen roten Ritter. Und ich frage mich, wie viel Zeit mir noch bleibt, bis er mich schließlich stellt und sein Schwert auf mich niedersaust. Mich endgültig in den Wahnsinn treibt.